Vor 40 Jahren, im April 1981, stand in Kassel die Bundesgartenschau vor der Tür. Und deshalb feiern wir jetzt ein kleines Jubiläum. Denn seit 40 Jahren fahren bei der KVG Hochflurbahnen. Insgesamt 16 dieser Bahnen vom Typ NAC hatte die KVG kurz vor dem Beginn und während der Buga in den Linienbetrieb genommen. 40 Jahre Hochflurbahnen in Kassel, das ist doch ein Wort. Und Jürgen Kühlmer war vom ersten Tag an als Fahrer dabei. Hallo Herr Kühlmer, schön Sie zu sehen. Hallo Frau Hamdard, hallo Herr Hirschmann, ich begrüße Sie. Schönen guten Tag. Herr Kühlmer ist der Mann mit der Mütze. Mit seiner klassischen Dienstmütze, die schon lange nicht mehr zur offiziellen KVG-Dienstkleidung gehört, ist er unverkennbar und als Mann mit der Mütze sehr vielen Fahrgästen bekannt. Ja, das stimmt. Ich bin seit 41 Jahren Straßenbahnfahrer bei der KVG. Und man hat seine Stammgäste. Die begrüßen einen, sie kommen nach vorne, wechseln ein paar nette Worte mit mir, natürlich nur, wenn die Bahn steht. Das glaube ich gern. Meine Güte, in 41 Jahren erlebt man vieles. Aber zurück zum Anfang, Herr Kühlmann. 1981, als die Hochflurbahn zur KVG kam, da hatten Sie gerade Ihre Ausbildung für den Straßenbahnfahrdienst beendet. Sie gehörten mit zu den Ersten, die diese neuen Bahnen fahren durften und dann gleich bei einer Großveranstaltung wie der Buga. Hier ist ein Foto von damals. Wie war das denn für Sie? Also so genau erinnere ich mich an die Buga gar nicht mehr. Als Straßenbahnfahrer erlebte man ja viele Events. Es war der Zissel, der Kasseler Marathon und die einzelnen habe ich so gar nicht mehr im Kopf. Aber ich weiß noch, wie toll es damals war, so neue Bahnen zu fahren. Was war denn daran so neu und so besonders? Die waren das Nonplusultra. Die waren eine große Erleichterung für uns Fahrer. Alles war elektrisch, ganz modern. Diese Düwak-Bahnen hatten Drittstufen. Die unterste fuhr elektrisch aus. Und eine echte Innovation war natürlich die Schoppersteuerung. Die ermöglichte das automatisierte, stufenlose Anfahren und Bremsen. Und natürlich die Fahrerkabine. Wir waren abgetrennt. Das gab es ja früher überhaupt nicht. 1980 fuhr eine Oldtimerbahn. Da musste der Fahrer stehen. Und die haben bei der Fahrt ganz schön gerumpelt, wenn man in die Kurven fuhr. Da hat man jede Kurve spürbar mitgenommen. Und insgesamt waren da bei den älteren Bahnen, die bei der KVG fuhren, jede Menge Handarbeit. Vor allem bei den Oldtimern. Bei denen war der Fahrschalter eine Kurbel und eine zweite war die Handbremse. Beim Wechsel der Richtung musste der Fahrer den Außenspiegel ab- und an der anderen Seite wieder anmontieren. Durch die neuen Bahnen blieb uns Fahrern allen eine Menge Handarbeit erspart. Unsere Klimaanlage war ein Mini-Ventilator. Der saß oben rechts in der Ecke. Und ein kleines Kippfenster hatten wir oben. Da kam frische Luft rein. Im Sommer war es natürlich wie eine Sauna. Ganz anders als heute, wo fast jedes Fahrzeug klimatisiert ist. Und was war für die Fahrgäste neu und ganz modern bei diesen Hochflurbahnen? Ja, da gab es zum Beispiel nicht mehr die Holzsitze. Die neuen Sitze waren gepolstert und breiter. Richtig gut waren die großen Außenscheiben. Herr Kühlmer, Sie waren 1981 gerade mal 22, ein ganz junger Mann. Hier ist übrigens Ihr erster KVG-Mitarbeiterausweis von 1981. Jetzt sind Sie 63 und in diesen vielen Jahren haben Sie gleich mehrere Straßenbahngenerationen bei der KVG erlebt. In etwa 4 Jahren werden die letzten Hochflurbahnen uns verlassen. Herr Kühlmer, werden Sie dann noch bei uns sein? So wahrscheinlich nicht. Ich will am 1. Februar nächsten Jahres in Rente gehen. Aber der KVG bleibe ich noch treu. Ich möchte dann als Minijobber Bahnen fahren. Ich bin Straßenbahnfahrer mit Leib und Seele. Meine Berufswahl habe ich bis heute nicht bereut. Und wenn ich die Hochflurbahnen nicht mehr fahren kann, dann eben die neuen. Die sind ja auch toll. Alle Niederflurbahnen, 4 Generationen, die fahre ich auch gern. Also so schnell hänge ich meine KVG-Mütze nicht an den Nagel. Man wird mich auch als Rentner noch öfter in den KVG-Bahnen sehen.